das gleich. Und da versteckt sich noch einer da ganz hinten. Und der ist gleich auch auf der Hamburger Straße. Er ist gleich auch auf der Hamburger Straße. Entschuldigt, dass ich lache, aber das Gerät, mit dem der gleich über die Hamburger Straße fährt, das habt ihr, das werdet ihr so schnell auch nicht wiedersehen. Oder? Wie lange hält das durch? 10 Minuten? So, und um die Bar wieder aus dem öffentlichen Halt. Links sitzen. So, und natürlich auch der Stoppie von der Meilen. So, der Lars auch schon ganz, ganz viele Jahre dabei, nur jahrelang im Trailsport, hat dann Sachschaft fürs Stuntriding entdeckt, hat es auf verschiedenen Motorrädern probiert und hat jetzt festgestellt, mit dem Vierzylinderbike geht es einfach am besten, weil die Motoren am ruhigsten laufen, weil man da eben auch die langsamen Tricks machen kann. Die, die er jetzt gerade macht, mit ganz langsam auf dem Hinterrad zu fahren. So, und ihr seht schon, die Bikes sind natürlich modifiziert. Hinten sind zwei Bremssätze dran. Das hat den Grund, um mit der anzusetzenden Handbremshebel das Hinterrad abbremsen zu können, weil wenn Sie die Füße dann auf dem Sitz haben. Das geht natürlich jetzt nur viel langsamer auf der feuchten Strecke mit dem Klicks. Aber ich glaube, der Junge hat richtig Spaß mit seinem kleinen Schaltkart. Und so klein ist das auch gar nicht. Weit über 100 PS sind in diesem Kart drin. Und 500 Reifer hier auf der nassen Strecke noch.